Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, meine Freunde. Ja, heute geht es weiter mit der Mission, dass ich mir meine Roboter hole. Und zwar vor allem der Settlement hole. Das ist für mich das Hauptrangliche. So, das Wichtigste ist natürlich, ich muss jetzt hier die nächste Mission starten. Und ich sehe gerade was. Ich habe nämlich... Ich bin hier noch in meinem wunderschönen Haus. Und ich habe was total vergessen. So, ich muss mich dekontaminieren. So. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Dann noch eine Stunde schlafen, dann brauche ich wenigstens kein Wasser zu mir nehmen. So, in meinem glänzenden Lackanzug. Ja, wenn's. Ja, Schmarrn da. Okay. Weißt du, warum bin ich nicht komplett ausgeruht? Dann tun wir 2 Stunden schlafen. Was ist jetzt? Hallo? Ah, jetzt. Jetzt bin ich ausgeruht. Genau, das war's. So. Okay, also, ich muss nach hier unten, das habe ich aber, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge mal gesagt, dass ich dahin muss und das werde ich jetzt dann, weil in der letzten Folge habe ich ja Ada den Palsender eingebaut und die hat ja dann 2 weitere Orte, die ich durchkämmen muss, gefunden und einer davon ist dieser. Das habe ich ja euch mal in einer Folge gesagt. Das war, glaube ich, ganz am Anfang. Das war, glaube ich, entweder die Folge, wo ich gegen 7 Todeskrallen gekämpft habe, oder spätestens die Folge davor. So. Was ich in der Zwischenzeit natürlich dann auch gemacht habe, weil ich ja gemerkt habe, ich bin etwas leer mit der Munition. Ich habe noch meine neuen Waffen, meine alten Waffen, ich habe meine Kampfflinte wieder zur Rate gezogen. Und natürlich auch mein Impro-Gewehr. Einmal hier und hier, dass ich genug Munition habe. Und da wird schon wieder gekämpft. Hier wird immer gekämpft. Verdammt! Schneller weg! So, jetzt hat. So, jetzt los geht's. Diese verdammten Roboter. Ich werde sie vermissen. Das bezweifle ich. Weg. Ein Radarpeilsender. Ein Siedler. Nuka World. Das war's schon.
Okay, auf geht's. Zurück nach Sanctuary. Zurück nach Sanctuary. Ah, meine Herren. Ja, das geht natürlich weiter. Ja, genau. Das geht natürlich weiter. Ja. Ich komme schon dorthin, wo ich hin muss. Aber noch nicht jetzt. Ich muss erst diese Kopfjagd komplett abschließen. Das habe ich total vergessen. Ja, mein Gehirn lässt mich halt immer wieder mal im Stich. So ist es halt nun mal. Da kann man halt leider nichts ändern. So. Also. Dann, Moment. Transfer. Stopp. Transfer. Den gesamten Schrott lagern. Ah, Moment. Moment. Stopp, bevor ich das jetzt mache. Ich will auch die ganzen. So, auf geht's. Und runter. Das ist zwar ab und zu mal etwas ärgerlich, dass ich immer da runterspringen muss, aber das ist mir halt wesentlich lieber, diese Methode. Ada ist immer im Haus, in der Nähe des Hauses. Meine Datenbanken füllen sich mit zahllosen Informationen über das Commonwealth. Hier, Ada. Ein leicht verbeulter, aber voll einsatzfähiger Radarpeilsender. Hervorragend. Mit etwas Glück hilft er uns, das Signal des Meckerns zu orten. Wie genau bringt dieser Peilsender uns beim Orten des Signals des Mechanist weiter? Jeder Peilsender eines Robohirns hat eine eigene Verschlüsselung, damit man das Signal nicht zur Quelle zurückverfolgen kann. Wenn wir jedoch zwei weitere Peilsender hätten, sollte ich genug Daten haben, um den Code zu knacken. Sollte meine Theorie also stimmen, hilft uns dieser Peilsender, das Signal des Mechanist zu orten. Keine Angst, das wird schon klappen. Das hoffe ich doch sehr. Ich starte meine Entschlüsselungssubroutine, aber das könnte eine Weile dauern. In der Zwischenzeit habe ich ein weiteres Signal eines Robohirn-Peilsenders geortet. Das sollte der letzte sein, den Sie beschaffen müssen. Also, wo genau finde ich das letzte Robohirn? Ja, das wäre wohl hilfreich, nicht wahr? Falls meine Berechnung stimmt, kommt das Signal von... Oh, das ist nicht gut. Position bestätigt. Das Robohirn befindet sich bei der Satellitenstation Fort Hagen und damit in den Händen der Rust Devils. Wer oder was sind die Rust Devils? Lassen Sie es mich erklären. Meine alte Karawane ist Ihnen begegnet, während wir den Fluss in die Stadt überquert haben. Die Rust Devils sind ein Haufen ruchloser Raider, die Roboter für ihre üblen Zwecke missbrauchen. Sie durchkämmen das Commonwealth nach uns Robotern. Was sie nicht fangen und umprogrammieren können, zerlegen sie in Einzelteile. Mir ist klar, dass sie für mich eine größere Gefahr sind als für sie. Ich wollte sie nur informieren. Nun, da das geklärt ist, ungeachtet dessen, was vor uns liegt, würde ich sie sehr gerne begleiten, wenn sie möchten. Wenn nicht, bleibt mir nur, ihnen viel Erfolg zu wünschen. So, also dann, jetzt muss ich dahin, wo ich gerade gewesen bin. Also, los geht's. Zurück. Nach dorthin, wo ich gerade gewesen bin. Hilf bei der Verteidigung. Okay, dann muss ich zur Oberlandstation. So, dann mache ich noch schnell das. Dann machen wir schnell, Aua! Wo ist noch einer? Der hat eine verdammte Minikanone. Der hat eine verdammte Minikanone.
Na, hoffentlich ist mir da jetzt kein Siedler draufgegangen. Nee, die beiden sind noch lebendig. Supermutanten greifen eine Siedlung mit Minikanone und Raketenwerfer an. Ich glaube, es hackt. Ja, so. Kann ich, wenn ich jetzt hier ein bisschen was verschrotte, das notwendige Material, damit ich das Wasser, obwohl es spielt ja sowieso keine Rolle. Ah nee, können sie nicht. Sie haben ja kein Wasser. Und ich habe ja denen keine... So. Das heißt, ich habe ein Problem. Ich habe nämlich unglücklicherweise hier, obwohl sie haben jetzt 6 Wasser. Ja, okay. Das langt für den Anfang. Moment. Ich brauche hier... Und ich nur noch starten, damit ich mir nochmal merken kann, was ich brauche. Jetzt hat. Ich brauche Beton, Stahl und ein Zahnrad. Stahl. Mal sehen, wie weit ich hier runterkomme. Beton. Hier ist nochmal Beton. Komme ich hin? Ja, kann ich. Ja, jetzt bringt noch Stahl. Gibt es irgendwas hier drinnen? Nein. Also Beton habe ich genug, aber mir fehlt mein Zahnrad. Holz und zweiter. Ja, mir fehlt mein Zahnrad. Ich brauche ein Zahnrad und dann könnte ich das Teil wieder reparieren. Das war nicht meine Absicht. Okay. Okay, ich muss mehrer machen als nur das. Ich habe jetzt aus Versehen die komplette Hütte verschrottet. Verdammt nochmal. Ja, mir fehlt immer noch das Zahnrad. Hier irgendwas, was ein Zahnrad ähnelt. Nein, leider nicht. Die kann ich leider auch nicht verschrotten. Andere kann ich verschrotten. Supermutanten gehen nicht zum Verschrotten. Die hätten vielleicht das Not... Vielleicht. Ja, wohl genug Knochen und so weiter. Na egal. Ich muss zurückkehren. Ich muss denen was Vernünftiges bauen. Das ist Kacke. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Na egal. Die kriegen ein ganz einfaches Haus. So, Leute, aber nicht jetzt. Ich will nach Fort Hagen. Wir wollen Fort Hagen Füllstation. Genau. Jetzt habe ich aus Versehen das Haus verschrottet. Eieiei.
Na egal. So. Diese Mission wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Richtig knackig. Aber das soll's, so soll's sein. Okay, auf geht's. So, abspeichern. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal was. Ja, wechseln wir mal schnell die Waffe. Oh, ich habe keine Munition geladen. Ah, da kommt die. Ah, da kommt der. Ist das ein... Kommt der wie ein Zug daher? Ah, da oben ist ein legendärer. Na komm, 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 komm. So, nachladen. Schön vorsichtig nach vorne, weil da ist ja noch ein Legendärer, der auf mich wartet. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Nichts mehr zu sehen. Ja, dann. Na, dann komm her. Was zum Teufel war das? Wo ist der denn schon wieder? Da ist er. Ja, da ist er. Ah, der versteckt sich immer. So, jetzt komm. Lass mich los. Okay, auf geht's. Dogmeat, ich brauch... Aha. Ziele bluten und erleiden 25% zusätzlichen Schaden. Okay. So, das war der. So, jetzt können wir uns hier mal ein bisschen umschauen.
dann können wir uns mal hier in aller Ruhe mal ein bisschen umschauen. Rüstungswerkbank brauchen wir nicht. Die Waffe brauchen wir jetzt gerade auch nicht. So, okay. Wo sind denn die ganzen Geschütze hin? Da raucht's. Also da habe ich schon mal das eine. Ah, hier oben liegt auch noch was. Na gut, Hangar von Fort Hayden, los geht's. Starten wir die... Ach. Mal sehen, wie cool das Ganze sein wird. Eine Sache wird auf jeden Fall sehr geil werden. Denn, das werde ich euch aber erst später sagen. Im Laufe dieser Mission nämlich, werde ich euch das sagen. Ich werde schauen, dass ich hier in dieser Folge komplett durchrauschen kann. Ohne, dass ich jetzt was unterbrechen muss. Das würde jetzt halt nicht so passen. Okay. Dann los geht's. Attacke! Greifen wir an. So, hier schon mal eine Falle, die muss weg. Aha. Hey. Ah, hier komme ich nicht lang. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich muss hier lang gehen. Was war das? So, jetzt warte ich auf die Handy-Zermalme. Okay. Moment, haben wir irgendwo hier schon eine Werkbank? Nein, da muss ich erst unten weiter eine Werkbank suchen. Los geht's. Was war denn das? Oh, da liegt der Kopf. Bist du jetzt kopflos? Oh, arme Sau. Hey. Dogmeat? Ich gebe dir schon mal was. Das wird auf jeden Fall... Naja, Dogbit ist schon voll. Dogbit ist schon voll. Das kann sie jetzt wohl nicht sein. Aufgepasst. Und ich hab doch nicht mal richtig angefangen. Heider daus, das wird lustig werden. Das kann ich euch sagen, Leute. Ich sehe jetzt gerade überhaupt nichts.
Da ist schon mal ein Rust Devil. Wenn ich sehe aber überhaupt nichts. Ah, da ist er. Da ist er. Noch einer? Da hinten. So, noch einer. Na, was ist jetzt? Warum läufst du davon? Ah, da hinten ist noch ein Geschütz. Da ist es. So, das sollte es jetzt gewesen sein. Waffe weg. Aufgepasst. Ja, Dogmeat. So, jetzt können wir uns jetzt hier aller Ruhe mal umschauen. So, der ist auch nichts mehr. Okay, das war's. Ah, da habe ich auf jeden Fall was ich brauche. Eine So, Transfer, gesamten Schrott lagern, dann wieder alles nehmen. Okay. Das ist ein Panzer, süß, da haben sie was drauf gebaut, ist es süß, ich sag ja. Also die Beleuchtung hier... Okay, es... Ah, ich weiß, woher es kommt. Genau. Genau, ich hab's gefunden. Ja! Komm, öffne dich, ich will da rein. Ich will da rein. Das wär's. Hier eine vollständige X01 Mark III Power Rüstung. Yeah. Genau das, was ich haben will. Hehehe, jetzt bin ich gerüstet. Ich hatte gehofft, ich finde sie. Ich hatte echt gehofft, ich finde sie. Und hier ist sie. Meine Power-Rüstung. Weil ich habe ja schon eine X01. Aber da fehlt ein rechter Arm. Die hier ist komplett. Die hier ist total komplett. Da spielt es überhaupt keine Rolle. Hier bin ich jetzt fertig. Jetzt habe ich meine Power-Rüstung, die ich... Okay, es gibt auch noch... So, das können wir... Nein.
2, 1, jetzt habe ich noch 2 Versuche. Das wär's. Na, da komme ich nicht weiter. So, dann schauen. Ah, hier ist noch was. Wie gesagt, ich hatte total gehofft. Und das ist auch der Ort, wo ich beim letzten Mal meine Power-Rüstung gefunden habe. Und zwar die komplette. Und so viel ich weiß, wie gesagt, ob es der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Ich kann es nur vermuten. Erst ab einem gewissen Level bekommt man die überhaupt. Also wäre ich zum Beispiel mit Level 20 hier reingegangen, hätte ich wahrscheinlich nur eine T60 bekommen. Soviel ich weiß, ab Level, glaube ich, 25 oder 28. Wie gesagt, vielleicht weiß einer von euch das genauer, aber so viel ich jetzt rausgekriegt habe, erst ab Level 25, ich glaube sogar erst ab Level 28, dass das Spiel einem eine X01 zur Verfügung stellt. So, und hier habe ich auf jeden Fall meine, die ich sehr wahrscheinlich dann komplett ausbauen werde, mit allem drum und dran, so wie sich das gehört. Oh, da liegt auch noch was. Ein Chemikalien-Schutzanzug. Das heißt für mich wieder raus aus der Power-Rüstung. So, jetzt ziehen wir. Obwohl, nee. Kommt, das bisschen Strahlung akzeptiere ich. Es sei denn, es wird so schlimm, dass ich das dann doch noch mache. Dann ziehe ich nämlich den Chemikalien-Schutzanzug an. Also, los geht's. Schalten wir wieder das Licht ein. Speichern wir. Und auf geht's in den Kampf. Nachladen. Na, was ist jetzt? Jezebel. Wo ist dieses verdammte Musik her? Ja, okay, die Musik ist jetzt nicht, sollte keine Probleme verursachen. Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Aber da komme ich nicht dran. Na egal, muss ich. Sie sehen mir nicht nach einem Rust-Devil aus. Was tun Sie hier? Um euch vor einer neuen Geißel zu warnen, die Unschuldige bedroht und meine Roboter verbündet.
Was haben dir die Rust Devils angetan? Sie dachten, dass es sich für sie lohnen würde, meinen Kopf in Betrieb zu halten. Zu meinem Glück sind sie so dumm, dass sie tatsächlich glauben, was ich sage. Zugegeben, weit hat es mich noch nicht gebracht. Aber zumindest hat es mir das Schicksal meiner unglücklichen Kameraden erspart, deren Teile uns umgeben. Zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Was tun Sie hier? Ich suche nach einem Radarpeilsender. Nach einem Radarpeilsender? Wie interessant. Da suchen Sie ja nach einem sehr spezifischen Teil. Und nach einem typischen Teilesammler sehen Sie mir nicht aus. Ich berechne eine Wahrscheinlichkeit von 98,8%, dass Sie nach dem Mechanist suchen. Wenn ich recht habe, und für gewöhnlich habe ich das, dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Wie in aller Welt sollte ich dir helfen? Sie hören mir zu? Wie überraschend. Ich nehme das als Geste des guten Willens und erkläre unsere potenzielle Abmachung. Also, wie kann ich das so einfach wie möglich ausdrücken, damit jemand mit Ihrer Rechenleistung das versteht? Um den Mechanist zu finden, brauchen Sie mehr als nur meinen Radarpeilsender. Sie müssen auch in die Anlage eindringen können. Das könnte ich Ihnen ermöglichen. Aber Sie müssen zwei einfache Bedingungen erfüllen. Zum einen müssen Sie mich so weit wie möglich von diesen Irren hier wegbringen. Zum anderen brauche ich einen neuen Körper. Sobald beides erfüllt ist, gebe ich Ihnen gerne alles, was Sie brauchen. Abgemacht. Woher weiß ich, dass du die Abmachung einhältst? Auch wenn in meinem Kopf ein menschliches Gehirn in Biogel schwimmt, bin ich dennoch an meine Programmierung gebunden. So ungern ich es auch zugebe, aber eine meiner Direktiven lautet, niemals zu lügen. Wenn ich auch nicht der bezauberndste Roboter sein mag, dem sie je begegnet sind, werde ich ganz sicher nie eine Vereinbarung brechen. Jetzt, da wir das geklärt haben, frage ich erneut. Abgemacht. Okay. Ja. Eine kluge Entscheidung. Sobald wir an unserem Ziel sind, gebe ich Ihnen zu gerne meinen Radarpeilsender als Geste guten Willens. Und jetzt empfehle ich Ihnen, dass Sie aufhören, mitten im Feindesgebiet herumzutrödeln und uns beide unverzüglich hier rausbringen. So. Was bist denn du? Jetzt wird's lustig. So. Gut, dass ich meine Power-Rüstung trage. Hallo, ich sehe nichts mehr. Leute, ich sehe nichts mehr. Da ist er. Aua, das tut doch weh. So. Oh. Na gut. Geschafft. Das können wir alles mitnehmen. So. Also was sieht? Ivy sagt, ich soll herausfinden. Also, fangen wir mal an. Das ist völlig unnötig. Wir können diese doch recht unangenehme Situation sicher besprechen, bevor sie völlig aus dem Ruder gerät. Also, was genau hat diese Ivy denn gesagt, was sie tun sollen? Ganz einfach. Sie will, dass ich diese Glocke aufbreche, die du als Kopf hast, und herausfinde, wie dein Gehirn mit deinen Schaltkreisen verdrahtet ist. Vielleicht kann ich Ihnen hierbei helfen. Schließlich kann ich ja sonst kaum etwas tun, nachdem sie meinen Körper von meinem Rumpf getrennt haben. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Nur zwischen uns beiden. Was zum Geier ist ein Kompromiss?
Redest du von Treten oder sowas? Gut. Ich muss das so ausdrücken, dass sogar ein Dummkopf wie sie es versteht. Dann ebenso. Sie brauchen Informationen, die ihren Boss glücklich machen. Ich möchte mein Gehirn in einem Stück behalten. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Gut, ich höre. Ich verrate Ihnen alles, was ich über meine Bauweise weiß. Alles, was diese Ivy hören will. Und ich verspreche Ihnen, sie wird nicht enttäuscht sein. Als Gegenleistung bleiben Sie mir mit diesen Werkzeugen fern und bringen mich wieder zu meinem Körper. Sie bekommen, was Sie wollen, und ich werde nicht seziert wie bei irgendeinem Laborexperiment. Abgemacht. Das würde mir eine Menge Arbeit ersparen. Und Ivy wartet nicht gern. Weißt du was? Fang an zu reden. Dann höre ich auf zu bohren. Dann erzähle ich Ivy alles und wir werden sehen, wie glücklich sie ist. Aber erstmal lasse ich deinen Kopf in dieser Maschine. Nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Wie hört sich das an? Wird wohl reichen müssen. Ich meine, ja, abgemacht. Okay. So, dann können wir jetzt hier noch ein paar Sachen mitnehmen, die wir haben wollen. Jawohl. Sehr gut. Weiter. So. Also, jetzt habe ich Jezebel. Achten Sie auf die Stolperdrähte. Ich würde den Tag gerne intakt überstehen. Kannst du mal deine Klappe halten? Ich weiß, was ich tue. So, können wir noch. Ja. Was die immer mit diesem verdammten Jet haben. Ich verstehe es einfach nicht. Immer diese scheiß verdammten Drogen. Immer mehr Drogen und mehr Drogen. Oh. Ich habe es bis jetzt immer vermieden, Drogen zu nehmen. Mal sehen, ob es diese, in dieser Dings hier genauso funktioniert. Also, jetzt haben wir hier das hier. Was bist du? Da ist nichts drin. Ah, Nuka-Cola Quantum, das ist sehr gut. Den Terminal. Das Holeband auswerfen. Na gut, den. Ey. Cool. Okay. So. Moment, Daten. Karte. Ja, Inventar. Ah, ja, genau. Das ist ja nur dieses verdammte Spiel. Danke, nein. Quit Game, yes. Okay, weiter. Sie nehmen hier wirklich den Weg des größten Widerstands, was? Jezebel? Halt die Klappe. Bitte.
Moment. Zwei. Jetzt hat er was. Okay. Ist nicht mein erstes Mal im Gefecht, du Penner! Ich hab Blut in den Augen. Ja, ist das Sinn der Sache? Ja, aber es ist jetzt. Warum müssen Sie sich immer wehren? Na komm schon! Halt, nee, das wollte ich. So, das war's. Gib's nicht auf, ha? Da haben wir auf jeden Fall eine Metallrüstung, okay. Da ist ein Aggressotron. So, jetzt kann ich mich hier mal ein bisschen umschauen. Irgendwann wird dir die Munition ausgehen. Moment, hier ist ein. Ah, den können wir auch. Sehr gut. Ja, ich bin hier zigmal jetzt außen rum gelaufen. Weil ich den, weil da war so ein, dieser Aggressotron, der mich gerade sehr genervt hat. Okay. Der nervt. Ja, aber noch kann ich ihn nicht erledigen. Ich muss ihn, muss erstmal schauen. Ah, da geht's rein. So. Ibis Terminal. Ah, verdammt. Okay, Mechanist. Katastrophe, Pioneer Park. Okay. Aha, sehr interessant. Wo ist der kleine Wichser hin? Na gut, steigen wir wieder in meine Power-Rüstung. Auf geht's! Ja, lauf nur weiter. Halt, halt, halt. Da haben wir noch was. Nee, sonst eher nichts. Okay, auf geht's. So, jetzt schauen wir uns doch mal hier um. Hier hinten. Ah, da gehen wir mal hier hoch. Ah, hier bin ich auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Aber das ist noch nicht der Weg, den ich gehen will. Scheiße, noch nicht. Noch nicht. Genau.
Ich habe nämlich, wollte nämlich noch hier reingehen. Bevor ich weitergehe. So. Denn ich will erstmal die Rüstung reparieren. Okay, da ist nicht viel. Ja, doch. Aber ein bisschen was werde ich brauchen. Ein bisschen Schaden hat sie jetzt schon genommen. Also, kann ich sie auch gleich ein bisschen modifizieren? Habe ich genug Material da? Mark 4 geht nicht, dafür brauche ich den Rüstmeister 2. Ja. Ja, ich habe zu wenig Aluminium da, dass ich alles machen kann. Okay, dann lassen wir das so, wie es ist. So, jetzt ist die Rüstung wieder in perfektem Zustand, bevor ich nämlich weitergehe. Denn es warten ja natürlich noch ein paar interessante Kämpfe auf mich. Und die will ich natürlich mit einer vollkommen intakten Power-Rüstung abarbeiten. Nennen wir es mal abarbeiten. Das Jet wird dich nervös machen. Sie hatte recht. So, gehen wir mal hier hoch. Da liegt schon mal auch einer. So. Dann haben wir es jetzt. Jetzt können wir weitergehen. Was zum Teufel war das? Nachladen. Ist geladen. Nachladen. Nur ein Geräusch. Nachladen. Fertig. Speichern und los geht's. Ja, da kann ich nicht rein, solange ich die Power-Rüstung trage. Ja, ich werde mit Sicherheit nur diese Dinger steuern können. Jetzt trage ich zu viel und Dogmeat ist voll. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Naja. Ich kann es leider nicht ändern. Doch, könnte ich. Mach's aber nicht. Weil dann müsste ich ja das ganze Zeug hier stehen lassen. Dann könnte ich's machen. So, jetzt warten wir kurz hier an dieser Stelle, bevor wir weitergehen. Okay, nach oben.
So, jetzt gehen wir etwas langsamer, gemütlicher. Hier sollte ich... Ja, genau, hier sind die Dinger schon weg. Aber schauen wir mal auf der Rückseite nach. Nein, da ist nichts. Okay. Dann muss ich hier weiter. Naja, ich könnte ja auch jetzt meine Quantum nehmen. Basierend auf meiner begrenzten Erfahrung mit dir schätze ich unsere Chance hier rauszukommen auf 65%. Nicht optimal. Mehr Anstrengung würde vielleicht die Chancen erhöhen. Jezebel, du nervst. Du nervst gewaltig. So, was haben wir jetzt hier? Diese verdammte Musik, die da im Hintergrund läuft, die ist nervig. Aha, da sind jetzt schon wieder. Das ist die, die mir den Kopf abgerissen hat. Jetzt reißen wir ihren ab. Das ist nur fair. Ah ja, sehr süß. So, jetzt speichern wir nochmal. Dann Transfer, gesamten Schrott lagern, dann scrappen. So, dann Transfer und gesamten Schrott wieder nehmen. Ja, ich trage immer noch zu viel. Okay, das müssen wir... Wow! Aua! Ivy, komm! Power-Rüstung gegen Power-Rüstung! Dogby kriegt ein Stimpack. Jawoll. So, auf geht's! Feuer frei! Kopf, Kopf, Kopf! Letzte Sch... Kopf, Ivy! Oh, tschüss! Wenn ich einen Körper hätte, hätte ich sie selber getötet. Nun denn, dann ebenso. Gut gemacht, Mensch. Da liegt der Aggressortron, der ist runtergeknallt. Aber ich glaube, da komme ich sogar noch hin. Alle coole Tesla-Rüstungen. Echt geil. Ich hätte es mal anschauen sollen. Aber ich wollte einfach weitermachen. Ich war einfach im Flow. Fehler gemacht. Ja, das sind diese da. Moment, ich brauche Hilfsmittel, Kleidung. Hier, die sind es. Die T60.
sind das? X. Das ist, genau, die sind es. Das sind nur so Power-Rüstungen da. Ist auf jeden Fall interessant, weil die könnte ich dann als zweite nutzen. So, was noch? Und hier hinten? Also ich frage mich ganz ehrlich, was in was hier solche Figuren machen. Ja, egal. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss es echt nicht verstehen. Ich verstehe es auch nicht. Na egal. So, weiter geht's. Ein erbeuteter Aggressortron-Kopf. So. Noch irgendwas hier? Nein. Doc, mit, du bist wieder im Weg. Komm ich. Hier kann ich rein. Nein, nein, nein. Stelle ich mich jetzt dämlich an? Nein. So, jetzt hat. Jetzt komm schon! Lass mich essen. So, Mini-Atombombe und natürlich ein Fatman. Langsam habe ich echt viele Fatmans. So. Okay, weiter geht's. Die Waffe, glaube ich, kann ich weglegen. So. Ja, hier konnte ich auch von einer Seite rein. Jetzt muss ich schauen. Ah, ich weiß, wo ich bin. Ich bin genau gleich, genau am Anfang. Aber ich will noch mal hier runter. Wenn ich es nämlich jetzt richtig noch gesehen habe, der ist da oben runter. Aber da oben ist ja Ivy gewesen. Da müsste ja hier... Genau, der Aggressoton noch rumliegen. Und den will ich definitiv mitnehmen, das Zeug. Aggressoton, lassen wir dann stehen. Nein, 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 Leute, das lassen wir nicht. So, aber ich bin hier auf jeden Fall fertig. Ich habe alles dabei. Auch wenn ich jetzt gerade wieder... etwas langsamer durch die Gegend schleiche. Ich habe alles dabei, was ich dabei haben muss und will. Und ja, und auch die alte Jezebel. So, los geht's. So, jetzt betreten wir nochmal das gute alte Commonwealth. Und dann wollen wir mal sehen. Ich sehe raus aus diesem Loch. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie schon fertig sind. Ich kooperiere erst, wenn Sie einen Körper bringen, der meinen Standards entspricht. Ja, ja. So, also, jetzt reisen wir zurück nach Sanctuary. Nee, das machen wir anders.
So, Moment. Erst will ich hier Fusionskern entfernt. Das war mir klar. So. Jetzt reisen wir nach Sanctuary. Genau. So, Leute. Die Folge war jetzt schon wieder sehr lang. Die wird mit Sicherheit jetzt Überlänge gewesen sein. Ich habe jetzt momentan keine Ahnung, wie lang die ist. Die Folge wird auf jeden Fall wieder etwas länger werden, aber dafür haben wir komplett vor diese Fort Hagen-Mission mit den Ross Devils abgeschlossen. Das ist schon mal sehr, 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 sehr viel wert. Das ist wirklich sehr, sehr viel wert. Und ja, ich habe auf jeden Fall, und das ist für mich sehr, sehr viel wert, ich habe für mich eine zweite Power, meine X01 Power-Rüstung, eine richtige und eine, die ich bis zum Ende benutzen kann. Dazu auch gleichzeitig noch meine T60, die ich dann auf ein anderes Chassis legen kann, aber das, was ich daraus machen werde, weiß ich noch nicht genau. Ich glaube, ich habe da schon gewisse Vorstellungen, aber darüber werde ich mir erst in den nächsten, ja, in den nächsten Folgen Gedanken drüber machen, was ich genau aus diesem da mache. So, jetzt sind wir da. Also, als erstes die Power-Rüstung ablegen. Genau. Ganz wichtig, jetzt den Fusionskern entfernen. Nicht, dass da auszusehen noch jemand mit der rumläuft. Dann den gesamten Schrott lagern. Das lag immer noch nicht. Doc, aufgepasst. So, jetzt hat. Jetzt will ich noch jetzt muss ich erst bevor ich weitermache. Will ich erstmal Moment, das ganze Zeug loswerden. Sturmgewehr, das ist das Tesla-Gewehr, das ist ja auch von der Ivy. Und das Sturmgewehr. So, die drei Kampfgewehre, das Impro. Genau. Dann die ganzen legendären Waffen, das ist der Beutegressotron-Topf, Kopf, nicht Tropf. Das Tesla-Gewehr ist natürlich interessant, ist natürlich sehr interessant. Aber ich habe eine gute, die kommt auch weg. So, dann kommt die Klinge weg, das Kampfmesser, Zoom, den Schlagring, die Planke, dann die, genau. Dann die schweren Waffen, der Fatman und die Mini-Kanone und den Raketenwerfer. Genau. Jetzt noch schnell die Minen und die Granaten. Sehr gut. Okay, auf geht's. Da ist Ada. Keine Sorge, Sir. Ich werde alles tun, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Dann los. Ada, der letzte Radarpeilsender. Ich brauche den Kopf wieder, wenn du fertig bist. Natürlich. Dauert nur einen Augenblick. Hier haben Sie ihn wieder. In einem Stück. Ich weiß nicht, warum Sie den Kopf zurück wollen. Wir brauchen doch nur den Peilsender. Außerdem sind Robohirne berüchtigt dafür, nun echte Nervensägen zu sein. Was weißt du sonst noch über sie, Ada? Ganz einfach. Es war General Atomics Premiere einer erfolgreichen Vereinigung von organischen Stoffen mit Robotik. Das Gehirn ist sowohl Steuergerät als auch Speichereinheit. Dies ist deutlich effizienter als die Verwendung herkömmlicher Schaltkreise. Leider gab es zahlreiche Probleme beim Programmieren dieser Roboter, was dazu führte, dass sie ein wenig, nun sagen wir einmal, verstört waren. Hoffentlich hat dieses Robohirn ein paar der Antworten, nach denen wir suchen.
Eine Verbindung aus organischem Material und Roboterteilen? Klingt irgendwie nach Synth. Keineswegs. Das Robohirn wurde mit einem ganz anderen Designkonzept gebaut. General Atomics wollte das menschliche Gehirn zur Unterstützung der Funktion des Roboters nutzen. Hauptsächlich, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Freies Denken und Individualität waren nie Teil des Plans. Sie wurden als Soldaten konstruiert. Sie sollen Befehle befolgen, ohne zu zögern. Der unschöne Hang der Robohirne zu Gewalt und Aggression sollte eher als Konstruktionsfehler denn als bewusste Entscheidung gesehen werden. Wir brauchen es noch immer, Ada. Es könnte uns helfen, in die Anlage des Mechanist zu kommen. Natürlich. Es ergibt durchaus Sinn, dass der Mechanist seine Position nicht nur streng geheim hält, sondern sie auch gegen Eindringlinge sichert. Tut mir schrecklich leid. Diese Möglichkeit hatte ich gar nicht bedacht. Wenn es darum geht, Menschen zu helfen, schneide ich in letzter Zeit leider nicht sonderlich gut ab. Warum in aller Welt sagst du sowas? Ist das nicht offensichtlich? Seit ich zugelassen habe, dass meine Freunde in dieser Höhle starben, habe ich das Gefühl zu versagen. Ich habe am Tag des Überfalls die Route festgelegt. Hätte ich eine andere ausgewählt, würden sie vielleicht noch leben. Manchmal wünschte ich mir, Jackson hätte meinen Persönlichkeitsmodus dauerhaft deaktiviert. Dann wäre ich nicht so traurig. Deine Persönlichkeit macht dich zu einem Individuum. Gib das nie auf. Du hast recht. Alle schönen Erinnerungen, die ich als Ada gesammelt habe, wären ohne den Persönlichkeitsmodus verloren. Das darf nicht passieren. Ich glaube, dass ich das von jemand anderem hören musste. Danke. Und jetzt habe ich Sie lange genug abgelenkt. Ich werde meine Berechnungen abschließen, während Sie sich um unsere neue Freundin Jezebel kümmern. Hoffentlich verschafft sie uns Zugang zur Anlage des Mechanist, damit wir diesem Unfug ein für alle Mal ein Ende setzen können. So, okay, auf geht's. Jetzt tun wir noch schnell den Körper für Jezebel bauen. So. Dann. Was geben wir ihr denn? Dann den Torso. Protektron, Aggressoron. Kriegt sie ein Robohirn, genau. Dann die Front, die Heck, ja, dann der linke Arm. Nimm mal ein Aggressotron. Okay. Dann den rechten Arm. Machen wir auch zu von einem Aggressotron. Dann brauchen wir natürlich die ganze Sachen hier auf der anderen Seite auch. Was machen wir ihm? Ein Flammenwerfer. Genau. Dann Beine. Protektron. Machen wir Robohirn. Dann Hüftrüstung. So, Farbe.
Genau, Jezebel kriegt rosa. So. Umbenennen. Jezebel, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig geschrieben. So. Jezebel. Ja, genau, passt. Passt. Ja, die hat schon Tempo drauf. Interessant. Das ist zwar nicht ganz der Körper, den ich mir vorgestellt hatte, aber er muss reichen. Was für einen Körper hättest du dir denn vorgestellt? Da ich wie ein hastig von einem Amateur zusammengeschweißter Schrottbot aussehe, würde ich sagen, dass so gut wie jeder andere besser gewesen wäre. Allerdings sollte mich das angesichts ihrer begrenzten Fähigkeiten und ihrer ebenso eingeschränkten Intelligenz nicht wundern. Oh, tut mir leid, dass du das so siehst. Aber mehr ging nicht. Gut, eindeutig besser als an eine Maschine angeschlossen zu sein, während eine Horde Rust Devils mich zu ihrem Vergnügen quält. Hören Sie, es ist offensichtlich, dass wir einander nicht sehr schätzen, was für mich kein Problem ist. Fragen Sie mich also einfach alles, was Sie wissen wollten, und dann ziehe ich meiner Wege. Du steckst dir nicht fest. Du könntest weggehen, wenn du willst. Sie haben eine interessante Pattsituation zwischen uns geschaffen. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ich bin beeindruckt. Es ist lange her, dass mich jemand überlistet hat. Warum stellen Sie mir nicht einfach Ihre Fragen? Erzähl mir alles, was du über den Mechanist weißt. Das ist doch mal ein faszinierendes Thema. Der Mechanist. Unglaublich gut im Programmieren. Ein wahres Genie der Elektronik. Kein Wunder, dass Sie Interesse zeigen. Ich befolge seit enormer Zeit pflichtbewusst die Befehle des Mechanist und helfe den Bewohnern des Commonwealth. Den Bewohnern des Commonwealth helfen? Du? Absolut. Das ist meine oberste Direktive. Der Mechanist hat mich beauftragt, die Bewohner des Commonwealth aufzusuchen und ihnen zu helfen. Laut meinen Berechnungen ist die einfachste Methode, einem Menschen zu helfen, ihn zu zerstören. Ein lachhaft zerbrechliches Leben sollte nicht verlängert werden. Das ist die effektivste Methode, ihnen zu helfen. Jeder andere Versuch führt nur zu unzähligen, komplexen Nebenerscheinungen. Der Mechanist hatte diese Befehle erteilt? Menschen zu töten? Nun, nicht ganz. Der genaue Befehl lautete, Menschen zu helfen. Ich habe ihn lediglich so interpretiert, dass ich meine Pflicht optimal effizient erfüllen kann. Einen Menschen zu unterstützen, so gut ich kann, ergibt nur eine Überlebensrate von 25%. Also stirbt der Mensch, den ich unterstütze, trotz meiner Bemühungen zu 75% an Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. Daher ist es besser, den Tod des Menschen zu beschleunigen und ihn von seinem wahrscheinlichen Elend zu erlösen, als meine begrenzte Zeit zu vergeuden. Es ist eigentlich ganz einfach, aber angesichts ihres minimalen Intellekts sollte es mich nicht überraschen, dass sie es nicht verstehen. Hey, können wir bitte mit dem Gezicke aufhören und zu dem Teil kommen, wo du mir sagst, wie ich in die Anlage des Mechanist komme? Ich habe versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Und im Gegensatz zu Menschen fehlt mir die Fähigkeit zu lügen. Es ist eigentlich ganz einfach. Um die Anlage des Mechanist betreten zu können, müssen Sie einen Ihrer Roboter mit der Modifikation MSAT ausstatten. Ich lade die Pläne auf Ihren Pip-Boy. So, ich habe meinen Teil unserer Vereinbarung erfüllt. Vielleicht bleibe ich noch eine Weile hier und sehe mir an, wie das mit Ihnen und dem Mechanist ausgeht. Natürlich rein zu meinem eigenen Vergnügen. Ich nehme an, dass Sie nach Ihrer Rückkehr einiges zu erzählen haben. Aber andererseits würde es mich wundern, wenn Sie überhaupt zurückkehren. So, das war's. Mission abgeschlossen, Level 40, geile Geschichte und ein voll unter Volldampf stehender Roboter. Ist das geil. So. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. So.
Jetzt reden. Moment. Ich muss jetzt die Mission freischalten. Da. Ich wusste, du würdest uns helfen. Ada, Ada, Ada. Ja, ihr werde ich auf jeden Fall auch bessere Beine verpassen. Das es ist erstaunlich, wie viel wir hier draußen noch zu entdecken haben. Ada. Sie haben ihre Geschäfte mit Jezebel wohl abgeschlossen. Hoffentlich war sie nicht zu schwierig. Könnte es sein, dass diese Roboter ihre Befehle falsch interpretieren? Ja, das habe ich ebenfalls erwägt. Die widersprüchliche Natur der Durchsagen des Mechanist ist besorgniserregend. Aber es ist so, dass der Mechanist ungeachtet seiner Absichten aufgehalten werden muss. Diese Roboter sind zu gefährlich. Konnten Sie herausfinden, wie man zum Mechanist gelangt? Meinst du, wir können Jezebel vertrauen? Hoffentlich versucht sie nicht wieder, mir die Worte im Mund umzudrehen. Das werden wir bald herausfinden. Was hatte sie zu sagen? Ich muss einen Roboter mit einem sogenannten M-Set ausrüsten. Jezebel hat mir die Pläne gegeben. Eine selbstentwickelte Modifikation als Schlüssel zur Anlage des Mechanist. Sehr schlau. Wahrscheinlich benötigt man das M-Set sogar für mehrere Zugangspunkte, ähnlich einem Roboterausweis. Was meine Aufgabe anbelangt, ich konnte das Signal mit dem letzten Radarpeilsender entschlüsseln. Die Quelle stammt von einer Robco-Vertriebszentrale. Wahrscheinlich eine Fassade für größere Machenschaften. Wir müssen in die Offensive gehen. Haben Sie einen Plan? Was schlägst du vor? Ich bin mir unschlüssig. Ich möchte, dass der Mechanist das Schicksal meiner Freunde teilt, aber das liegt an meiner Persönlichkeitssubroutine. Wenn ich genauer darüber nachdenke, möchte ich gern Motiv und Hintergründe wissen, bevor ich urteile. Deshalb überlasse ich die Entscheidung Ihnen. Und nun, wenn Sie bereit sind, sollten wir wohl ein M-Set installieren. Darf ich Sie bei dieser Mission unterstützen? Meldest du dich freiwillig für dieses M-Set? Auch wenn ich ein Roboter bin, habe ich großes persönliches Interesse daran, diese Mission zum Ende zu bringen. Ich werde nach Kräften helfen. Nein, bleib hier. Verstehe. Ich möchte natürlich nicht, dass meine persönlichen Belange zu Komplikationen führen. So, okay, das war's, aber für mich auch. So, Leute, ich werde jetzt an dieser Stelle die Folge beenden. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen, mein Zeug entleeren und dann anschließend werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, gibt es dem Video einen Daumen nach oben. Ach ja, in der nächsten Folge werden wir schauen, dass wir den Mechanist, wenn wir uns vorbereiten für den Mechanist und natürlich den Mechanist gegenübertreten. So, erstmal hier ersetzen. Leute, macht es gut, ciao, servus und ich darf euch hoffentlich im neuen Video begrüßen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren natürlich. Ciao, servus!